Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Reise ist hier. Wir sind hier auf dem Weg, die freien Spiele fertig zu machen. Wir sind aktuell im letzten Kapitel, Drachen. Uns fehlt noch eigentlich alles. Also wir haben praktisch nichts, wir haben nur das Gryffindor-Banner. Das heißt, wir müssen alles machen. Und auch den Schüler noch retten. Ich hoffe mal, obwohl ich glaube, das Drachending war echt lang, ne? Das ist natürlich suboptimal, ne? So, dann einmal das Ding hier durchhämmern. So, hier nochmal durch, da nochmal durch, zack, fertig. Da ist sein Ei wieder. Mit seinem Baby-Draken. Genau. Ich glaube, es war ein relativ langes Level. Das ist ziemlich doof. So, dann können wir auch mal Ihmchen hier nehmen. Und den mal fertig machen. Können wir gleich dran ziehen. Dann müssen wir den Charakter wechseln. Ja, komm, nerv nicht mit deinem blöden Feuer. Ich glaube, die nächsten sind dann nicht mehr so lang. So, kommen wir gerade, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir das dann noch nicht aufmachen. Du bist nicht böse, oder? Nein. Aber dein Vater ist böse. Ach, da war nichts, okay. Ich dachte, da hätte ich noch was bekommen, war gut. Ja, dann hätte mir das Spiel das auch gesagt. Warum läuft er eigentlich mit einem Stab? Geht's dir nicht so gut oder macht das nur, weil er es cool findet? Ich glaube, er macht es nur, weil er es cool findet. Ja, jetzt habe ich gar keinen starken Charakter an der Stelle, wo der eigentlich sein sollte. Gefällt mir immer nicht, wenn das sowas, wenn die sowas ändern. Okay, wir können aber kurz hingucken, ob hier unten irgendwas ist. Aber sieht nicht danach aus. Schade. Naja, super. Das Ding hat richtig Spaß gemacht. Also, es war tatsächlich nicht so schlecht. Aber ich glaube, hier mit Schnellzahlen wird das doch noch um einiges schwieriger. Ich habe nicht hingeguckt. Ich glaube, das war gelb, oder? Nein? Rot-gelb, okay, du hast zwei Dinger, Mann, ich habe nichts gesehen. Okay, man kann auch mehr machen. Okay. Grün, gelb, rot. Nicht rot, blau natürlich. Rot, gelb, blau, grün. Ich glaube, das haben wir. Ich glaube, das ist das gleiche wie vorher. War es das jetzt? Okay, ich muss hier irgendwas machen. Ich einfach ein paar Mal da drauf tippen aufs Gelbe, weil der gelbe Set macht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert. Ja, Funk hatten wir anscheinend auch. Das ist gut zu wissen. Okay, hier ist erstmal nichts. Ah, machen wir Lucius nochmal. Durmstrang-Schüler. Ach, Durmstrang ist dann die Schule. Gut zu wissen. Komm, nicht reißen, um es auszumachen. Ganz knapp, ja. Ich weiß nicht, ob es ganz knapp war. Ach, Moment, jetzt.
Jetzt ist das wieder wärmer, heißer geworden, oder mehr entflammt. Und dann kann man es gleich vergessen, das habe ich ja gelernt. Ich dachte vielleicht, wenn ich das so dicht dahin mache, dann klappt das aber anscheinend nicht. Na komm, schaff's bitte noch. So, dann haben wir das gemacht. Die nächsten da rechts, ne? Uns fehlt noch der Schüler, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Wäre natürlich schade, wenn ich den jetzt verpasse irgendwo. Wenn ich einfach durchwasche. Gib mir das Geld bitte. Wenn du es mir schon hinschmeißt, muss ich es auch haben. Beruhig dich, Drache, meine Güte. Na komm. Warum muss es dreimal sein? Es reicht doch vollkommen zweimal. Komm, nochmal. Zack. Können wir gestohlen haben, der Penner. Hier ist noch was. Ach, vielleicht hier? Ah, der wird wahrscheinlich von der Planke springen. Ja, er wird angeln, okay. Damit habe ich es nicht gerechnet. Ich dachte, er springt ja von der Planke. Ich habe einen Charakter, glaube ich. Oder habe ich zwei? Ich glaube, ich habe einen erst. Ja, haben wir das auf jeden Fall schon mal. Können wir weitermachen. Kannst du bitte das rote Ding hier einfach nehmen? Warum willst du das nicht? Das verstehe ich nicht. Okay, dann baue ich es halt anders. Ich wollte ja schon an der Linie bauen, aber das Spiel lässt mich natürlich mal wieder nicht. Also mehr braucht man halt doch nicht. Ach Gott. Außer man spielt den Tod, dann bräuchte man auf jeden Fall noch mehr. Genau, dann gucken wir hier hinten nochmal hin. Hier hinter kam, glaube ich, sogar nochmal was. Oder? Erstmal Charakter hier einsammeln. Cedric im Pullover. Das konnte ich, glaube ich, aber schon machen, oder? Oder? Ne, ist das zweite Level. Ich hoffe, es kommt gleich noch was, weil mir fehlt immer noch der Schüler. Und, ja. Okay, was wollen wir machen hier eigentlich? Na, okay. Dann gehen wir weiter und hoffen, dass das noch nicht das Ende des Levels war. Okay, ist es nicht. Das ist der letzte Charakter schon mal. Und jetzt haben wir Drachendompteur. Okay, wir können auch wieder zurücklaufen, aber es hilft mir nicht weiter. Jetzt brauchen wir nur noch den Schüler zu finden. Okay, das ist wahrscheinlich da in dem Safe versteckt. Und er ist hier drin. So, Schüler da. Warten, bis das Ding weg ist. Und jetzt dürfen wir alles haben. Speichern verlassen. Durmstrang-Schüler. Cedric im Pullover. Und den Drachendompteur haben wir. Wir haben das Wappen fertig. Wir haben das Geld. Wir haben den Schüler in Gefahr. Das heißt, zwei neue Goldsteine für mich. Noch 10 Stück insgesamt.
Ne, 9 Stück sollen noch. Stimmt, ich habe ja noch einen zweiten. Ganz vergessen. Okay, das heißt, 10 Minuten fürs erste Level. Schwierig. Ganz schön lange. Aber ich meine, letzte Aufgaben, die waren tatsächlich gar nicht so lange. Also ich denke mal, also die waren ja alle recht kurze Aufgaben, hier Drachen. Die erste Aufgabe. Nur ein Charakter fehlt noch. Ich glaube, da können wir auch schon das meiste machen. Schüler haben wir auch, das heißt noch 2 Wappen. Und ein Charakter-Token. Genau, hier hatte ich glaube ich auch schon den Marker. Okay, die muss ich zerstören für irgendwas. Okay, das habe ich. Okay, das ist dann wahrscheinlich hier dieses Popcorn einfach nur. Aber wie komme ich denn hier weiter? Muss ich einfach rausschießen oder so? Nee, ich muss hier was kaputt machen und dann muss ich hier was bauen. So war es genau. Dann ist das zweite Charakter-Token. Und kommt danach noch was? Ne, dann haben wir eigentlich alles. Genau. Wir haben Harry bei der Drachenaufgabe. Hier müssten wir jetzt genau das zweite Popcorn-Ding bekommen. Ja, mach halt alles das aus, was ich möchte. Ja, bau halt noch was auf. Achso, ja genau, das hier kann ich einfach so machen. Ich wollte gerade schon sagen, irgendwie klappt das nicht so ganz. Aber so geht's natürlich, perfekt. So, Charaktere haben wir. Fehlt nur das Slytherin Banner. Au. Ich bin unsterblich, Freund. Das ist halt auch echt nervig. So, dann haben wir das. Und können sagen, fertig. Spann verlassen. Das ging echt schnell, innerhalb von 3 Minuten knapp. Das Slytherin oder das Hufflepuff Banner. Fertig. Goldene Steine. Einen weiteren. 8 Stück fehlen noch. Und wir bekommen noch mindestens 3. Plus ein unten. So, die erste Aufgabe, die haben wir jetzt komplett fertig, ne? Genau, hier war alles eingesammelt. Dann haben wir jetzt das hier. Dafür ist auch nur ein Charakter, 2 Wappen und auch der Schüler. Dann gucken wir mal, wo wir den finden. Wahrscheinlich auch wieder ein Safe oder so eingesperrt sein. So, dann können wir erstmal hier direkt einen bösen Charakter nehmen. So, machen wir einen Badeanzug. Schüler haben wir auch. Das heißt, den Charakter haben wir. Das heißt, im Endeffekt fehlt uns jetzt ja. Findest du nur die Banner, ne? Ja, 2 Stück. Eins kriegen wir hier. Aber ich gar nicht weiß, ich habe gar keine Ahnung, was ich mache, aber gut, das ist anscheinend. Lass uns mal das Wasser abstellen, klar. Wusste ich. Dann wechselst du mal zu dem Doggo. Kann auch das herkommen, aber viel Spaß damit. Ich hab's ja schon mit Ridiculous kaputt gemacht. Ich glaube, das ist Voldemort, der einfach so ein Baby wird. Warum auch immer der Todesser als
Angst Voldemort hat. Okay, das bräuchte er gar nicht. Das letzte Ding ist da drin, aber ich weiß gar nicht, wie ich es bekomme mehr. Also hier schütten, ne? Genau, so war das. So, dann einmal das hier machen. Ist ja nicht so, dass das macht die Maul in Müll. Ach ne, die kann gar doch, die kann zaubern, oder? Müsste die eigentlich. Weil ich habe mich, also der Hund hätte es eigentlich nicht tauschen müssen, hat mich so ein bisschen gewundert. So, rein hier. Und das können wir schon machen. Dann also Mane nehmen. Und dann haben wir das Ravenclaw-Ding. Und dann können wir auch sagen, vielen Dank. Das war's. Schüler haben wir gerettet. Troffener Kessel, Speichen verlassen. Ja, wieder so 3 Minuten. Das läuft ganz gut. Können wir skippen, jo. Schüler haben wir auch. 2 neue goldene Steine. Hauswappen. Schüler in Gefahr. Und jetzt haben wir noch 2 Missionen. Ich glaube, eine machen wir jetzt noch. Und die letzte machen wir dann im nächsten Part. Und dann machen wir wahrscheinlich noch Hogwarts fertig, wenn nicht so lange dauert. Ich denke mal nicht. Ich weiß gerade gar nicht, das Labyrinth war gleich ein bisschen länger noch. Ne? Das haben wir gerade gemacht. Der Schwarze See. Ich glaube, da brauchen wir auch nur das Slytherin-Ding. Vielleicht kann er, was das war. Okay, das könnte ziemlich schnell gehen, wenn wir es direkt am Anfang haben. Ich glaube, das Slytherin-Ding war irgendwie relativ spät erst. Also, dass wir dafür bösen Zauber brauchen. Einfach durchskippen. So. Haben wir durchschwimmen. Okay, ich wollte das gar nicht, aber gut. Warum ich gerade unten getaucht? Keine Ahnung. Ich glaube, wir mussten sowieso auf 2 Bahnen sein, wegen dem Wegzaubern von den Teilen hier. Aber hier hat mir tatsächlich schon alle Charaktere, das ist cool. So, dann viel Spaß. Hermine, du kommst doch schon wie weg. Okay, jetzt wird es einfach hier durchgehen können. So, dann einmal hier durch. So, dann dich hier einmal hochzaubern. Ja, war fast richtig. Ja, wenn es dahin snappt, passt ja. So, kaputt, können wir durch. Wenn mich das Spiel mal lässt. Und dann gibt es hier gleich das Slytherin-Ding irgendwo. Genau, nämlich unter uns. Na los, zieh das Ding weg, dann gehe ich noch Slytherin-Band, dann kannst du beenden. Den Schüler hatten wir ja, ne? Ja, gut. Ich muss aber noch fortsetzen drücken, weil wir hatten das Ding noch nicht fertig eingesammelt. Und ich vertraue dem Spiel halt keinen Meter. Aber jetzt können wir es beenden. So, Spann verlassen. Das war jetzt auch wieder knapp 3,5 Minuten. Also, guten Progress gemacht. Und dann kommt noch die Labyrinthaufgabe. Die war, glaube ich, auch nicht allzu lang, aber schon ein bisschen länger als die anderen. Weil da weiß ich auch nicht, wie ich das eine bekomme. Ich da irgendwie nach unten gehen muss ein paar Mal oder so. Das war diese Labyrinth, dass man da wieder durch die Zauberwände gehen muss. Und hinter der Einzelwand war halt irgendwie das Gryffindor-Ding. Egal, ich würde erstmal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.